Wo ist es? Ach du grüne Neune. Das ist es nicht. Kann mir mal jemand sagen, was ich jetzt machen soll? Ist ja nie. Was ist los? Ist heute der Tag der fliegenden Boxen? Ich bin zu einem Geburtstag eingeladen und ich hatte schon ein Geschenk. Oh ja? Und was willst du schenken? Flüssigkeiten. Aber ich habe keine passende Verpackung gefunden. Wie wär's, wenn wir gemeinsam ein paar davon basteln und du dir dann eine aussuchst? Hey, Dicker Bimbam, worauf warten wir noch? Hi, Leute. Heute machen wir eine Origami-Hülle für Süßigkeiten. Wir beginnen mit der Form eines Eis. Eis? Hast du gerade Eis gesagt? Für was brauchen wir denn dieses Papier? Sammy, beruhige dich. Unsere Hülle besteht aus Papier. Sei geduldig, dann wirst du schon sehen. Wer hat überhaupt Geburtstag? Mein Freund aus Tibidaba. Wir haben uns vor Ewigkeiten kennengelernt. Echt? Kann ich ihn auch treffen? Das würde mich total freuen. Wie alt wird er? Und wie heißt er? Heilige Makrele, was denn wir oder wird das ein Verhör? Sammy, was machst du da? Ich dachte, die Süßigkeiten seien für deinen Freund. Ups, ich hab gedacht, du siehst es nicht. Ich wollte nur was prüfen. Übrigens kann ich dir auch helfen. Ah, danke, Sammy. Hilfe kann ich gebrauchen. Yay! Wir falten hier. So. Kannst du das Gleiche mit diesem Teil machen? Sorry, Susi. Ich hab zu tun. Ach, mein Kuchen. Sammy, Sammy. Dachte ich mir doch, dass ich das alleine machen muss. Susi, ich denke, das wird eine Verpackung für Süßigkeiten. Nicht eine Art Schiff. Sammy, du bist wie immer so ungeduldig. Warte einfach ab. Das Ergebnis wird dir gefallen. Ach, ich kann mir nicht vorstellen, wie das eine Hülle werden soll. Schau. Eins, zwei, drei. Tada! Nun haben wir eine kleine Hülle. Es sieht jetzt schon gut aus, aber warte nur, bis wir fertig sind. Jetzt können wir es füllen, Leute. Nein, Sammy, die Süßigkeiten kommen erst später rein. Übrigens, wann und wo findet der Geburtstag denn statt? Okay, ich verrate dir ein Geheimnis, aber versprich mir es niemandem zu sagen. Ich schwöre auf Kuchen und Kekse, dass ich keiner Seele davon erzählen werde. Am Abend vom 34. April. Sammy, aber der April hat doch nur 30 Tage. Vielleicht hast du da was falsch verstanden? Aber hey, schaut euch das an. Unser Eis ist fast fertig. Susi, kann ich es bitte haben? Toll, aber es scheint, als würden die Süßigkeiten da rausfallen. Das liegt daran, dass ein Teil des Kunstwerks noch fehlt. Und ich brauche nochmal deine Hilfe. Es ist Zeit für den größten Künstler aller Zeiten. Aha. Ah. Ja. Noch eine Linie. Was für ein Meisterwerk. Niemand kann das besser als ich. Okay, ich füge noch ein bisschen was dazu, wenn es dir nichts ausmacht. Jetzt ist es Zeit für etwas Magie. Was? Wow, Leute, schaut euch das an. Erinnert euch das an was? Hm, lass mich da noch was machen. Schon besser. Hey Sammy, was denkst du, sollten wir hier drauf malen? Vielleicht eine Katze? Mein Freund aus Tibidaba liebt Katzen. Und ich werde sie selbst malen. Du wirst schon sehen. Ups, Sammy. Ich schätze, ich habe das schon erledigt. Aber wir brauchen noch etwas Buntes. Schon besser. Heiliger Bimbam, das ist eine der besten Süßigkeitenverpackungen ever. Das stimmt wohl, Sammy. Schau dir nur diesen süßen Fratz an. Und was ist das, Susi? Noch mehr Höhlen. Du kannst eine wählen oder einfach alle nehmen. Wow, ich bin so glücklich. Ich habe einen ganzen Eisstrauß. Nun, Sammy, bevor du alle Süßigkeiten selbst naschst, lass uns noch eine Hülle basteln. Diesmal sollten wir vielleicht was machen, was man nicht essen kann. Wie zum Beispiel eine Uhr. Susi, das ist schrecklich. Jemand hat meine Süßigkeiten geklaut und ich glaube, es waren unsere Ratten. Vielleicht können sie dir beim Ratatouille-Kochen helfen und ihr könnt die Süßigkeiten zusammen essen. Nicht lustig, Susi. Meine Süßigkeiten sind weg. Für immer verschwunden. Beruhig dich. Du hast nur versehentlich die Verpackung aufgerissen. Schau dir lieber an, wie schön diese Verpackung sein wird. Du hast ja recht. Ich würde da Notizen anbringen, damit sie immer griffbereit sind. Hm, welche Deko sollten wir wählen? Susi, überlass es mir. Okay, ich vertraue dir. Yay! Bitte sehr, Susi. Wow, Sammy. Ist das eine neue Apple Watch? Ich liebe sie. Hey, Susi, die ist nicht für dich. Ich hab dich lieb, aber her damit. Ganz ruhig, Sammy. Ich weiß, dass es ein Geschenk wird. Gut, aber jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Jetzt machen wir ein Stück Kuchen.
Sammy, du hilfst mir, ja? Klaro, Susi. Ich zeig dir, wer der beste Bastler ist. Nimm dein Papier und mach mir nach. Und sei bitte sehr aufmerksam, damit wir alles direkt beim ersten Versuch hinbekommen. Definitiv. Verstanden. Das war echt einfach. Oh, Sammy. Wir machen einen Kuchen aus Papier. Kein Papierholz. Aber der gefällt mir. Ich glaube, da passen meine Lieblingssüßigkeiten gut rein. Deine Süßigkeiten? Ich dachte, es wäre für deinen Freund, nicht für dich. Ich bitte dich. Ich habe den anspruchsvollsten Geschmack der Welt. Du bist der überheblichste Schleim, den ich je getroffen habe, Sammy. Heilige Makrele, ich bin der einzige sprechende Schleim, den du je getroffen hast. Sammy, komm schon. Wir konzentrieren uns wieder auf die Arbeit. Okay, du meintest, wir machen einen Kuchen, aber ich habe hier ein Flugzeug. Sollte es fliegen? Nein, natürlich nicht. Hab etwas Geduld, schau gut zu und mach mir nach. Jetzt folgen einige Faltungen, damit wir unseren Kuchen später zusammensetzen können. Kannst du mir vielleicht verraten, wann ich meinen Kuchen bekomme? Sicher. Ich mache den Deckel und du machst den Behälter. Dann fügen wir beide Teile zusammen. Ach du lieber Väter, zusammen ergeben sie also ein Stück Kuchen. Okay. Leg dein Teil nun zur Seite und mach eine Pause. Die nächsten Schritte unterscheiden sich. Ach du lieber Väter, eine Pause kann ich gut gebrauchen. Das ist echt viel Arbeit. Vielleicht solltest du nächstes Mal einfach eine kaufen. Dann bist du nicht so müde und... Nein. Heilige Makrele, ich muss widersprechen. Wie kannst du nur sowas sagen? War nur ein Scherz, Sammy. Natürlich können wir viel schönere Hüllen basteln, als man überhaupt kaufen kann. Puh, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Ich hätte dir das fast abgenommen. Okay, sprechen wir über etwas Schöneres. Was gibt es beim Geburtstag denn zu essen? Ist doch klar. Süßigkeiten, Kuchen, Kekse, Eis und andere leckere Sachen. Stimmt. Und unsere Spitze ist fertig. Wo ist dein Teil? Hier, Susi. Ich habe mein Bestes getan. Das sieht man. Nun, schau. Unser Kuchenstück ist fertig. Aber irgendwas fehlt da noch. Lass uns etwas Süßes hinzufügen. Schon viel leckerer. Unser Kuchenstück braucht noch eine Kerze. Du hast recht. So sieht er noch viel besser aus. Schau nur, wir haben noch zwei weitere Stücke Kuchen. Ach du lieber Väter, die sehen toll aus. Es wird immer schwerer, nur eine Hülle für mein Geschenk auszusuchen. Sammy, haben wir noch etwas Zeit, bevor die Party beginnt? Ja, aber wir haben keine Süßigkeiten mehr. Aber vorhin hattest du doch eine riesen Tüte davon. Wo sind die alle hin? Hab ich dir doch schon gesagt. Es waren unsere Ratten. Die haben alles aufgegessen. Das bezweifle ich, Sammy. Aber ich weiß, wer es eventuell war. Ah? Echt? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich glaube, es war die berühmteste Naschkatze der Welt. Okay, du hast mich erwischt. Aber es waren ja meine Süßigkeiten. Ich weiß, Sammy, aber was bringst du nun zur Party? Hast du eine Idee? Du könntest mir deine Süßigkeiten geben, damit Klaus nicht so traurig ist. Woher weißt du davon? Hast du mich ausspioniert? Moment mal, Klaus? Wie, Santa Claus? Ich habe Süßigkeiten ausspioniert und ja, er ist Santa Claus von Tibidaba. Aber du weißt von nichts. Okay, ich verrate nichts. Aber vielleicht bringt er mir auch Geschenke? Ich spreche mal mit ihm, wenn du artig bist und Süßigkeiten teilst. Okay, du weißt ja, wo sie sind. Kleiner Schlauschleim. Los. Danke. Du bist eine wahre Freundin. Und ich bin fast fertig. Erwecken wir es zum Leben. Schau dir diese glückliche Verpackung an. Wie gefällt sie dir? Wow, die ist echt cool. Aber ich habe auch was gemacht. Was sagst du nun? Das ist so süß. Und ich habe noch eine. Lasst uns nun alle unsere großartigen Verpackungen anschauen. Diese haben wir heute gebastelt. Mehrere Hüllen in Form von Eis, coole moderne Uhren mit einer Überraschung im Inneren. Kuchen, die will ich auch essen. Und zu guter Letzt unsere Milchkartons aus Papier. Ist ja gut und recht, aber wo sind die eigentlichen Süßigkeiten? Ist das alles, woran du denken kannst?
Süßem für ihn. Okay, es kann nie genug geben, oder? Susi, unsere Höhlen sind einfach großartig. Ich liebe sie auch. Leute, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch. Tschüss.